und herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit Herrn Roland Rüdinger und er ist Geschäftsführer der Rüdinger Spedition. Hallo, Herr Rüdinger. Hallo, Frau Großmann. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Heute geht's gut. Wir sind gerade wieder im Anlaufen nach der Winterstarre. Gibt es viel zu tun? Ja, überraschend viel. Trotz Corona laufen Mengen ohne Ende. Was hat eine Spedition mit Corona zu tun? Die Spedition ist jetzt noch wichtiger, weil wir beliefern ja alle Menschen. Und die nicht selbst abholen können, bestellen jetzt im Internet. Und da dürfen wir ganz viel sperrige Sammelgutartikel ausliefern, die vorher irgendwo gelagert wurden und jetzt dringend zu den Menschen sollen. Wie viel mehr zu tun haben Sie? Wie kann man das fassen? Also in der Privatkundenzustellung haben wir ungefähr 15% mehr zu tun. Ansonsten läuft die Wirtschaft jetzt wieder ganz normal, sodass wir jetzt eigentlich unter Volldampf stehen. Die Wirtschaft läuft normal. Wie erklären Sie sich das? Die Industrie ist vom Lockdown wenig tangiert. Und deshalb läuft alles seinen normalen Gang. Plus die Privatbestellungen, die jetzt halt übers Internet ausgeliefert werden. Also übers Internet bestellt und von uns jetzt im Sammelgutbereich ausgeliefert werden. Was macht Rüdinger aus? Wie groß sind Sie? Was machen Sie eigentlich? Rüdinger sind 500 Mitarbeiter, davon 250 in der Transportlogistik und 150 im reinen Lager, dazu noch Omnibus in Werkstatt. In Summe sind wir der integrierte Dienstleister weltweit zur Versorgung des Maschinen- und Anlagenbaus. Vor allen Dingen auch mit einem starken Schwerpunkt in der Lagerung und in der Seefracht und die Kombination, die für uns gerade sehr spannend ist, wie diese Disruption auf dem Welttransportmarkt über Lager auszugleichen. Okay, erklären Sie das mal, das klingt spannend. In China hängen zurzeit Container, die nicht verladen werden, weil die Schiffskapazität nicht reicht. Deshalb laufen gerade unsere Lager leer. Also aus den Lagern wird jetzt gerade noch versorgt, was halt noch da ist. Die wird immer mehr Platz. Und wir sehen schon auf uns zuschwimmen eine Welle an Containern, die in 2-3 Wochen bei uns ankommen werden und dann die Lager wieder füllen. Und es ist total spannend, wie wir mit diesen Lagern diese Schwankungen ausgleichen müssen, dass jetzt die Welt gerade unterschiedlich tickt. Also während wir Lockdown üben, ist China gerade in Vollproduktion. Also das heißt, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Wird es zu Verzögerung kommen oder kann es ausgeglichen werden? Merkt der Verbraucher davon eigentlich irgendwas? Also wenn wir richtig gut sind, würde er nichts merken. Aber weil jetzt der Nachschub nicht so gut funktioniert, wie eigentlich gedacht, kann schon das ein oder andere knapp werden. Das wird dann halt teurer. Aber bevor es richtig wehtut, sollte der Nachschub wieder kommen. Und das ist ja Sinn dieser Lagerlogistik, dass wir diese Schwankungen weitgehend ausgleichen. 100% wird es nie gehen. Aber der Verbraucher merkt es eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Vielleicht schlaue Systeme dahinter stecken, die es vorher managen, bevor der Verbraucher überhaupt merkt, dass irgendwas alle wird. Ja, dann kann es sein, es gibt ja durchaus unterschiedliche oder konkurrierende Produkte, dass dann vielleicht das eine nicht da ist und er muss irgendwas von einer anderen Marke kaufen, aber nicht so, dass echter Mangel entsteht. Gibt es Chancen für Studierende oder für junge Menschen in der Logistik? Jede Menge. In der Logistik gibt es ganz spannende Dinge und je globaler die Welt wird, umso wichtiger wird diese Logistik und das Steuern der Logistikkette. Und die Elemente des Transports und der Lagerung in eine ganz feine Abstimmung zu bringen. Und es ist hochspannend, hochkommunikativ, weil wenn da in China ein Schiff nicht wegfährt, dann haben wir 5 Wochen später einen Leerstand im Lager. Und wenn da kein Nachfolger kommt, dann fällt zum Beispiel irgendeinem Schraubenhändler, fehlen dann halt seine Schrauben und irgendeiner kann was nicht befestigen.
Und da gibt es ganz viele Dinge zum Planen, sich auch mit Weltwirtschaft zu beschäftigen, um dann zu überlegen, wie kann ich diese Schwankungen ausgleichen. Und gerade in der Lagertechnik, Containerentladung, Containerbeladung, wie mache ich die Ladungssicherung, wie mache ich die Laderaumoptimierung? Durch die neue CO2-Betonung ist dann auch noch viel Nachdenken, wie optimiere ich die Prozesse, wie baue ich eine Lagerhalle, dass ich dann richtig schöne Solarzellen drauf kriege, wie mache ich das CO2-neutral. Also das sind, wir haben ja nicht nur Corona-Pandemie, sondern auch die Klimaneutralität spielt eine Rolle. Und uns gelingt es ja, dass wir die Logistik noch mit Kraftwerken verbinden, dass wir auf der einen Seite Ware lagern, auf der anderen Seite aber auch Strom mit der gleichen Lagerhalle erzeugen. Also wir sind ja inzwischen Kraftwerksbetreiber. Und die Kombination daraus, die ist natürlich komplex und hochspannend. Sie sind ja im Fachbeirat vom Studiengang Technisches Logistikmanagement. Was fällt Ihnen zu dem Studiengang ein? Der Studiengang ist spannend. Es gibt viel zu wenig Absolventen. Was ihn, denke ich, auszeichnet, ist auch die starke Betonung des Veränderungsmanagements. Alle Menschen wollen Sicherheit und wir wissen, dass durch neue Technik ganz viel Veränderung kommt. Und es ist wichtig, dass wir diese Veränderung gut managen, gut begleiten und positiv belegen. Also dieses positiv Belegen der Veränderung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man denkt eigentlich, das wäre selbstverständlich, aber viele Menschen wollen einfach Sicherheit. Haben Angst vor der Veränderung. Das ist menschlich. Richtig. Und der Logistiker sieht üblicherweise dann die positiven Effekte. Aber da ist auch ganz wichtig, dass man neue Technik so einführt, dass die Bediener mit klarkommen. Und da hat der Absolvent vom TLM natürlich eine wichtige Funktion, vernünftig zu planen, dass es nachher von Bedienern passt, aber dann auch Schulungskonzepte zu ermöglichen, Betreiberkonzepte, damit es nachher flutscht. Super, alles klar. Herr Rüdinger, ich danke Ihnen ganz herzlich. War ein super Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Jawohl, danke schön. Tschüss.